Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Ich habe euch ja mehrfach erzählt von meinem Dharma-Bruder Kosan und manche von euch kennen ihn auch persönlich. Kosan und mich hat in der ganzen Zeit, als ich in Japan war und auch in den Jahren zwischendurch immer so eine humorvolle Verbundenheit begleitet und sozusagen, wir haben einfach einen guten Draht miteinander, ja. Der Roshi hatte zum Beispiel einen sehr guten Draht zu Raphael. Die beiden liebten so Uniformen, schöne Kleider, schöne Racks und sowas. Das war jetzt gar nicht so meine Welt. Ich hatte auch mit dem Roshi einen guten Draht, aber nicht so über diese, sagen wir mal, das zeremonielle, feierliche, formgerechte Auftreten und so weiter. Da war ich eher ein Loser auf dem Gebiet, ja, muss ich echt mal zugeben. Also, seht ihr auch ja jetzt, ich komme hier zum Tee schon halbwegs abgerissen, ja, gerade noch so einigermaßen hingekriegt. In einer Robe, nach 33 Jahren, zeigt sie überall Zeichen der Vergänglichkeit, ja. Noch überwiegt Existenz, aber Nicht-Existenz schaut schon aus allen möglichen Nähten und so weiter hervor. Kurz und gut, also mit Kosan, als er das letzte Mal hier war, haben wir überlegt, wie wir zu den schönen Erfahrungen, die wir mit Roshi gemacht haben, wie wir uns dazu verhalten wollen. Und wir wollten sozusagen die Quintessenz dessen, was wir so vom Roshi mitbekommen haben, mal aufschreiben in so eine Art Saidan Seki Roku, ja. Natürlich nicht so anspruchsvoll, aber immerhin mal so ein paar die gemeinsame Erinnerungen zusammentragen, die bei mir in irgendwelchen Aktenordnern schmoren und der Verlebendigung entgegensehen. Also das war so eine Idee von mir. Zu unserem Roshi kann ich berichten, dass ich ihn mal angesprochen habe, ob es eine Biografie von ihm gibt oder irgendwie Aufzeichnungen über sein Leben. Und zu der Zeit, als ich ihn darauf angesprochen hat, hat er zu mir gesagt, dass jedwede Aufzeichnung über sein Leben, so in der Art einer Biografie, das Wesentliche seines Lebens ohnehin nicht erfassen könnten. Und deshalb könnte man darauf auch von Anfang an verzichten. Ja, sowas, was wir für bedeutsam halten, Fotos, Ereignisse, Geburt, und Eintritt ins Kloster und sowas. Solche Daten gibt es, sind später nochmal gesammelt worden von, also eine Person hat den Roshi, als er schon ziemlich betagt war, so über 80, 90, hat ihn nochmal interviewt und dieses Interview gibt's auf Englisch und auf Deutsch. Und in diesem Interview hat er so ein paar Dinge genannt, unter anderem, wieso er überhaupt noch am Leben war. Ja? Der Roshi war nämlich, wie alle japanischen Mönche, die irgendwie körperlich kräftig waren, eingezogen worden im Zweiten Weltkrieg. Und die Japaner kämpften damals in Korea. Ja, die Koreaner, das waren auch so japanisches Kolonialgebiet und so. Der Roshi hatte da, er war da mit seiner Einheit, was weiß ich, war er da eingesetzt und er musste nachts Wache gehen.
Und es war eisig kalt und die lagen da in der Nähe eines Flusses und es war sozusagen gleichzeitig eiskalt und sehr feucht. Auf jeden Fall hat der Roshi nach diesem Wachgang, ist er krank geworden und hatte eine Lungenentzündung und kam ins Lazarett. Das führte dazu, dass er als einziger dieses ganzen Bataillons diesen Kampf da überlebt hat. Und da fragt man sich ja, ne, wenn du eine Lungenentzündung kriegst, dann denkst du ja, warum gerade ich? Ja? Und wenn du der einzige Überlebende bist, fragst du dich auch, warum gerade ich? Ja? Also so ist es immer gar. Warum gerade ich? Zweimal. Und ja, die Umstände waren so, dass er überlebt hat. Er wurde da in dem Interview gefragt, ob er noch andere Geheimnisse preisgeben mag, die sein langes Leben erklären, ja. Und in dem Zusammenhang hat er gesagt, in meinem Tempel gibt es sehr viele Treppenstufen. Ich gehe immer ganz vorsichtig und achtsam. Also, den Satz habe ich mir auch zu Herzen genommen. Bei mir sind auch Treppenstufen im Haus, aber vor allem habe ich mich doch ab und zu auch noch auf Leitern alleine getraut, ohne die irgendwo hinzustellen. Beispielsweise in Kanada, da haben wir ja so eine Garage gebaut, wo einige von euch dabei waren, wie wir das Dach gedeckt haben. Da habe ich mal die Leiter so angestellt, sodass ich an den Dachfirst von dieser Garage kam. Ja. Ich war kaum oben angekommen. Da rauschte das Ding so nach rechts weg. Ich war oben drauf. Ich weiß nicht, die Höhe ist nicht so sehr hoch, aber sagen wir mal, 6 Meter sind es wohl. Da konnte ich so im Fallen der Leiter noch gerade abspringen. Ja. Ich hatte da noch nicht das dramatische Ableben von Jürgens Vater vor Augen, der ja auch auf einen Birnbaum kletternd plötzlich mit den schweren Birnen einmal umgekippt ist und der es nicht überstanden hat. Also ich habe das da überstanden. Also seitdem versuche ich nur noch auf eine Leiter zu steigen, wenn jemand in der Nähe ist, ja, um notfalls da festzuhalten. Also ihr seht, die Lehren des Roshi sind so ganz pragmatisch manchmal, ja. Es war wieder mal eine Zeit von mir in Japan. Ich war ja insgesamt 7 Mal da, meistens für eine längere Zeit. Wir hatten gerade wieder so ein Kältesession hinter uns. Und der Roshi lud mich ein, mit ihm in ein heiße Quellenbad in der Nachbarprovinz zu fahren. Da hatte er einen Freund, der hatte ihn eingeladen. Und dann hat der Roshi mich halt auch eingeladen. Sind wir da zusammen hingefahren und auf dieser Fahrt, wo ich mit ihm so mal wieder ziemlich alleine war, ist mir so aufgefallen, wie wahnsinnig intensiv er im Hier und Jetzt war. Also seine Augen und so. Natürlich, wenn wir mit der Bahn gefahren sind, dann hat er das gemacht, was alle Japaner in der Bahn machen. Die Tür klappt zu, die Augen auch. Und dann an der richtigen Station wird man vom Unbewussten geweckt, steht auf und geht raus. Ja. Also, falls ihr mal in Japan reist, wundert euch nicht. Es ist kein Desinteresse an euch, wenn die Leute gegenüber so wegpennen. Ja. Also, das hat er auch gemacht. Aber so, wenn es drauf ankam, dann war er mit seinen lebendigen Äuglein war er voll präsent und hat diese Präsenz ausgestrahlt. Kurz bevor wir diesen krönenden Abschluss einer längeren Zen-Übungsperiode da gemeinsam genossen haben, habe ich mit Kosan zusammen noch ein Tesho übersetzt, des Roshi. Der Roshi hielt damals seine Teshos im Tempel auf Japanisch. Wenn wir Deutschen dabei waren, dann konnten wir das Thema nur
durch so ein paar Einwürfe auf Englisch von ihm manchmal so in Erfahrung bringen. Ich sprach die ganze Zeit Japanisch und dann hörte man ihn sagen, Steierbergo. Das war dann Steierberg, das Thema jetzt. Ne? Und dann hörte man ihn ausrufen, Ecstasy, Ecstasy, Ecstasy Samadhi, Zen is Ecstasy. Und dann ging es wieder auf Japanisch weiter und so fort. Naja. Und so blieb uns der Inhalt der Teeshows oft verborgen. Und der Roshi hat auch höchstens ein Teeshow pro Dai-Session gehalten. Ja? Also einmal in der Woche. Ihr merkt, ihr seid total verwöhnt hier. Ne? Wollen wir mal festhalten. Also einmal sprach er in der Woche. Es gab aber auch Wochen, wo er nicht sprach. Dann wurde ein auf Tonband aufgenommenes japanisches Teeshow seines Vorgängers abgespielt von Ichi-san. Dann saßen wir in dieser typischen Rohatsu-Laune, was kommt jetzt? Saßen wir da in der Kanon-Dori, ja, aufgereiht, mussten irgendein Koan aufklappen aus unserem Koan-Buch. Ja, wurde so aufgeklappt. Meinetwegen, der alltägliche Geist ist der Weg oder sowas. Da starrte man dann drauf auf Englisch. Ne? Und gleichzeitig hörte man den japanischen Roshi da vom Band. Und mir ging das immer so, dass ich total fasziniert war vom Tonfall der Stimme. Und während der da gesprochen hat, ist vor meinen Augen so eine Märchenwelt entstanden. Ich bin so durch den Buddha-Dharma rauf und runter und überall hin und die Bodhisattvas und so. Das war nicht sein Thema, aber es hat er bei mir so ausgelöst. Ja. Und wir waren ja sowieso in diesem Zustand zwischen Schlaf und Wach, so ein spezieller Zustand, wo halt die ganzen Bilder auch in einem aufstehen und so. Naja, also der Roshi hatte da ein schönes Teeshow, wie Kosan meinte, der es natürlich gehört hat, zum Thema unschärfe Theorie des Zen oder Zen und Fuzzy Logic gehalten. Das haben Kosan und ich zusammengefasst, erst auf Englisch und dann habe ich es nochmal auf Deutsch übersetzt. Und jetzt meine deutsche Übersetzung, die lese ich euch mal ansatzweise vor. Also der Roshi über die unschärfe Theorie des Zen. Er sagt, zitiert, der berühmte Dogen hielt einmal einen Vortrag, in dem er sagte, der Buddha-Weg geht über sich selbst und jegliche Vorstellung von Überfluss und Mangel hinaus. Und dennoch, die Menschen bedauern es, Blumen welken zu sehen und verabscheuen es, wenn Unkraut wächst. Zitat Dogen. Tatsächlich ist der Buddha-Weg ursprünglich jenseits von Schweigen und Reden und übersteigt die beiden Aspekte von Existenz und Nicht-Existenz. Noch immer können wir nicht anders, als beim Anblick einer welkenden Blume Trauer zu empfinden und mögen es nicht, wenn das Unkraut wuchert. Zwischen Existenz und Nicht-Existenz liegt der mittlere Weg, auf Japanisch Yu-Himu, also zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Da der Buddha-Weg über Existenz und Nicht-Existenz hinausgeht,
können alle fühlenden Wesen, arm und reich, diejenigen, welche den Regeln Silas gemäß leben und diejenigen, die das nicht tun, gleichermaßen den Buddha-Weg verwirklichen. Wir nennen dies die unschärfe Theorie des Zen. Mit anderen Worten, es gibt ein Gleichgewicht zwischen Plus und Minus, positiv und negativ. Der Dichter und Shogun Minamoto no, der tragisch endete, schrieb in seiner Verzweiflung folgende Zeilen: Die Welt ist wie ein Schatten im Spiegel. Sie ist und ist doch nicht. Ein unbekannter Schriftsteller hat es fast mit denselben Worten ausgedrückt. Die Welt, ist sie ein Traum oder eine Realität? Wir wissen es nicht. Traum und Realität zeigen beides: Existenz und Nicht-Existenz. Unsere Zen-Wahrheit beruht auf einer Überlieferung außerhalb der Schriften. Wenn du sie in Worten auszudrücken versuchst, verfällst du ins Predigen. Das verstößt gegen das Prinzip der Zen-Wahrheit, die auf Flüchtigkeit und Fließen gegründet ist. Beobachte nur beispielsweise den Weg eines einzigen Blattes, wie es herabfällt und vom Wind umhergewirbelt wird. Ein anderes Beispiel für die unschärfe Theorie sind die modernen Computersysteme, die Fuzzy Logic anwenden. Dazu eine kurze Anmerkung. In Japan gab es schon damals, als ich da war, sehr viele Züge, die automatisch fuhren. Ich bin da in Kobe rumgefahren und dachte, ich gehe mal vorne in den Zug. Vielleicht kann ich da ein bisschen mehr sehen oder sowas. Kam ich vorne an, mir war kein Zugführer und gar nichts. Dann konntest du rausgucken nach vorne. Ja. Dachte ich, das ist ein Ding. Ja. Und woher weiß eigentlich der Zug, wenn da einer mit einem Bein und zwei Stützen da angehumpelt kommt, um einzusteigen, dass es sich dabei um einen Menschen handelt? Weil nach unserer aristotelischen Logik geht das nicht. Da ist ein Tisch sowas wie eine Platte und vier Beine, ja, und ein Mensch ist sowas mit Kopf, zwei Armen, zwei Beinen und so weiter. Ne? Also einem definierten Ensemble von Begriffsbestimmungen. Und diese Fuzzy Logic, die eben in Japan weit verbreitet ist, zur Steuerung von Computersystemen, die wird zum Beispiel symbolisiert durch das Apple-Symbol. Das ist ein angebissener Apfel, meistens auf den Maschinen zu sehen, ja, das Apple-Zeichen ist ein angebissener Apfel. Und da ist die Frage, wie oft kann man in so einen Apfel reinbeißen und es noch als einen Apfel identifizieren, ja? Wenn da einmal reingebissen ist, okay, dann sagt dein Geschwisterkind zu dir noch, gib mir meinen Apfel wieder, ja, das erkennt den noch als Apfel, ja. Aber wenn du da mehrfach reingebissen hast und dann nur noch diese Apfelkitsche übrig ist, dann wird sie nicht darum bitten, ihr den nochmal zu reichen. Ja, also da gibt es so
Übergänge von. Und das ist für diese Fuzzy Logic sehr wichtig, um auch wenn nicht alle Merkmale eines Begriffs vorhanden sind, noch die Erscheinung zuzuordnen zu irgendetwas. Ja? Und darauf hat sich der Roshi bezogen, also dass es auch in der modernen Computertechnologie und Wissenschaft Fuzzy Logic gibt, also eine Logik, die mit unscharfen Begriffen arbeitet. Ja? Die Begriffe sind nicht klar abgegrenzt, sie haben ein Ensemble von Merkmalen, die aber nicht alle gleichzeitig vorliegen müssen und so weiter. Ne? So, also ein anderes Beispiel für die Unschärfe-Theorie sind die modernen Computersysteme. Der chinesische Dichter Obots, der ein Anhänger dieser Unschärfe-Theorie war, schrieb: Nebelschwaden und ein einzelner Vogel ziehen in eins dahin. Wasser im Herbst, Himmelshorizont, eine Farbe. Die Buddha-Lehre verkündet, unser Karma und unsere niedrigen Leidenschaften entspringen einer Nicht-Realität, dem unterscheidenden Denken. Die Welt der Erscheinung ist in ständiger Bewegung. Die absolute Wirklichkeit ist unser wahres Selbst. Der Mensch kann seiner Natur nach nicht existieren, ohne zu handeln. Deshalb wird das menschliche Handeln von Werten, Urteilen und Gefühlen wie Liebe und Hass bewegt. In Bezug darauf sagt Dogen, der Buddha-Weg geht über sich selbst und jegliche Vorstellung von Überfluss und Mangel hinaus. Aber die Menschen bedauern es, Blumen welken zu sehen und verabscheuen es, wenn Unkraut wächst. Soweit die Zusammenfassung dieses Teeshows. Und der Roshi war selber auch Philosoph. Er war Philosophieprofessor in Kobe und an der Hanasono-Universität. Und er war gleichzeitig ein Schüler von Shinichi Hamamatsu. Und Hamamatsu war zusammen mit Keiichi Nishitani einer der beiden Hauptschüler von Nishida. Und Nishida ist der bekannteste neuzeitliche Philosoph von Japan und, sagen wir mal, ein Mitbegründer der Kyoto-philosophischen Schule. Ja? Und also unser Roshi war, wie gesagt, ein Schüler von Hisamatsu. Hisamatsu war natürlich auch praktizierender Zen-Mann. Und der Roshi sagte, er hielt sich viel lieber als in seinen Hanasono-Lern- und Lehreinheiten am Wochenende bei Hisamatsu privat auf der Luzo-Studenten, die ihm interessiert schienen, zu sich nach Hause ein, um sie vertraut zu machen mit seiner Theorie der Selbstbefreiung in der Gruppe durch gemeinsames Forschen. Ja. Und Hisamatsu hat auch eine fortschrittliche Organisation gegründet, die in der Nachkriegszeit sowohl in Japan als auch hier in Europa einen ziemlichen Widerhall hatte. Ja. FASS, darauf will ich jetzt aber nicht eingehen. Kurz und gut, also Roshi war mit philosophischen Fragen vertraut
Und einmal stand ich vor seinem großen Bücherregal im Eingangsbereich seines Zimmers, das war schon ein bisschen außerhalb, und da waren lauter philosophische Schriften drin, habe ich daraus geschlossen, weil da auch etliche Titel auf Deutsch, ja, Kant, Heidegger und so weiter, drin waren. Und daraufhin habe ich ihn mal gefragt, müssen wir als Zen-Schüler eigentlich Philosophie studieren? Das erste Mal hat er zu mir gesagt, you must read Nietzsche. Oh, Nietzsche, very important. Ja, so. Also, Gott ist tot, Nietzsche, Gott ist tot, you must study. Oh, das war mal so eine Auskunft. Aber dann habe ich gesagt, hier, da sind doch diese vielen Bücher über Philosophie. Ist Philosophie wichtig für das Studium von Zen? Und er sagte, nein. Und dann habe ich gesagt, aber warum stehen da so viele Bücher dann rum? Und er sagte mit so einem Lachen, konnte so kindlich lachen. I love Philosophie. Also, weil ich Philosophie liebe, deshalb. Ja. Aber ist nicht nötig, musste nicht studieren, um zum Zuge zu kommen, Zen. Ja. Na, nun hatte ich dieses wunderbare Tesho mit Kosan zusammengefasst und natürlich jetzt meine Gedanken dazu muss ich euch ein andermal erzählen. Nun war ich mit dem Roshi unterwegs nach dem anstrengenden Session in die Nachbarprovinz, ja, wo eine wunderbare heiße Quellenanlage war, mit einem Hotel dabei und also so richtig wie die Japaner das gerne haben. Ja. Super große Becken und weiß der Teufel was. Und wir kamen also an einem Nachmittag an und der Roshi bat mich, einen Kalligraphiepinsel für ihn zu besorgen. Er hatte noch zu tun da in seinem Zimmer und schickte mich los und mitten mit einem Zettel, wo so Kanji draufgeschrieben war, worum es ging. Ja. Schlussendlich kam ich mit einem Pinsel zurück und guckte er sich kurz an und sagte, oh, nee, das meinte ich eigentlich nicht. War ich jetzt natürlich traurig, dass ich da nicht so zu seiner Erfüllung seiner Bedürfnisse beitragen konnte. Naja, jedenfalls nach der Pinselübergabe verabredeten wir uns am nächsten Morgen im Bad um 7 Uhr. Oh, wunderbar. Nächster Morgen, 7 Uhr, ich komme da runter. Der Roshi liegt bereits unter Nebelschwaden in dem dampfenden großen Becken, ja. So unter seinem Kopf so ein zusammengerolltes kleines Handtuch, ja. Nackt so da in dem sprudelnden Wasser, ne. Und wenn man so ein Onsen betritt, dann wäscht man sich vorher in so einem Vorraum picobello sauber, geht man dann in dieses heiße Wasser, wo dann auch andere Leute noch liegen können und so. Und bevor man überhaupt den Gang da zu diesem Saubermachen geht, da macht man noch mal eine kurze Niederwerfung vor Badabhadra, das ist der Bodhisattva des Bades. Den habt ihr schon mal kennengelernt, wahrscheinlich unseren Koans. Es gibt das Koan von den badenden Bodhisattvas, ja, die springen da im Wasser rum. Ne? Und Badabhadra, das ist also der Bodhisattva, der durch die Berührung mit warmem Wasser instant Erleuchtung hatte. Also ich empfehle euch, ab und zu mal ein Bad zu nehmen. Das kann Wunder wirken, ja. Jedenfalls, da kniet man dann nochmal nieder und dann fängt man diese Waschung an und so. Nee, ich hatte es also hinter mir und kam rein und der Roshi lag bereits da im Bad, ja.
Und dann hat man dieses kleine weiße Handtüchlein dabei, was man sich entweder unter den Kopf legen kann oder dabei hat und manchmal auch, wenn es sein muss, schnell mal die Blöße bedecken kann, wenn das vielleicht doch mal die Situation erfordert. Kurz und gut, ich legte mich neben dem Roshi da ins Bad und die Nebelschwaden waberten da rum, ja. Und sofort kam mir dieser chinesische Dichter Obotsu in den Sinn. Nebelschwaden und ein einzelner Vogel ziehen in eins dahin. Wasser im Herbst, Himmelshorizont, eine Farbe. Oh, genau. Und da dachte ich, jetzt spreche ich ihn doch mal auf dieses Teeshu an, ja? Von der Unschärfe-Relation des Zen, ja? Und dann habe ich ihm erzählt, dass Kosan und ich das übersetzt haben und dass ich das so interessant fand, ne, die Gedanken, die er hier, habe ich euch ja jetzt schon mitgeteilt. Und ich dachte, ich könnte mit ihm darüber eine kleine Diskussion beginnen, indem ich noch auf die Heisenbergsche Unschärferelation zu sprechen kam. Und habe dann so angesetzt. Und der Werner Heisenberg, der hat ja da diese quantenphysikalische Theorie von der Unschärferelation. Und ich hatte noch nicht den Satz zu Ende gesagt. Da sagte der Roshi zu mir, dein Handtuch fällt ins Wasser. Und damit war das Gespräch zu Ende. Also wir haben leider nie mehr über sein Teeshu gesprochen und auch nicht über die Heisenbergsche Unschärferelation. Ich wurde mit einem intellektuellen Hammerschlag in das Hier und Jetzt zurückbefördert und habe mich dann in der Folgezeit darauf konzentriert, wirklich voll die Schönheit des Bades zu genießen und die Wärme und das Gemeinsame da drin sein und hinterher das gemeinsame Frühstücken und, ja. Dabei ist es geblieben. Aber der Diskurs über die Unschärfe-Theorie des Zen und die Heisenbergsche Unschärferelation der Quantenmechanik, das haben wir leider nicht hingekriegt. Gut, an diesem Punkt lasse ich es jetzt erstmal bleiben. Mein erster kleiner Bericht über Erfahrungen, die ich mit dem Roshi gemacht habe. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.